Ja, willkommen zurück bei Atlantica Online. Heute wieder ein weiteres Mal endlose Herausforderung. Ich habe zwei gute Spieler dabei, Bugsy und Mongo Raider, die mich auch im Voice Chat mit aufnehmen lassen. Vielen Dank dafür schon mal. Wir schmeißen alle Buffs mal ein. Titel läuft noch. Ja, eine Minute Zeit ist noch, seht ihr hier. Ist die 20 Uhr endlose. Das heißt, wir werden gleich am Anfang keine Anzeige haben, welche Ebene wir sind. Ja. Mache auch gleich noch AT-Meilen rein. Aufstellung habe ich folgende und ihr solltet euch natürlich gut mit euren Mitspielern abstimmen, was wir hoffentlich hinkriegen werden. Mongo Raider wird dann unsere Koordination übernehmen, der wird die ganzen Anweisungen verteilen. Auf den späten Ebenen kommt man doch deutlich zügiger vorwärts, wenn man das so macht. Habt ihr auch alle eure Buffs schon drin und euren Titel an? Die Loot-Roboter solltet ihr einige anhaben. So. Oh, ist alles an. Sehr gut. Selbstverständlich. AT-Meilenfenster kann man schon mal aufmachen. So, ein G-Cup habe ich hier noch reingemacht. Und das Besondere ist, wir haben jetzt auch noch ein Gildenhandwerk drin, weil normalerweise gibt die Endlose kein Handwerkspensum, weil man es ja normalerweise nicht komplett durchschafft. Aber wenn man es durchschafft, da die ja sehr, sehr viel XP bringt und sich der Workload durch die XP berechnet, Fokuslizenz. geht's durch. Genau, Fokuslizenz bringt auch viel Erfahrung. Ich habe jetzt leider keinen Söldner. Und los geht's. Jawohl. AT-Meilen reingemacht. Warum nicht alle, aber ja, ich bin sowieso nicht verhältnismäßig nicht so gut ausgerüstet, leider. Jawohl, haben wir in der ersten Runde gelootet. Oh, Magie. Schaffen wir das? Ja. Nee. Ah, um eine. Wir versuchen natürlich immer nur zu looten, wenn wir es komplett looten können. Hat jetzt nicht ganz geklappt, aber. Weg mit dem Warlord. Diesmal haben wir es aber geschafft. Jetzt fünfte Ebene ist Boss-Ebene. Oh, mit Sechste Nahtos oder Magie. Magie. Ja, Magie. Auf geht's.
Aber oh, das schaffen wir. Ja, einer übrig. Jetzt kommt die 9. Etage. Jetzt skip. Überspringen. Ja, den hatte ich angegriffen da hinten. Der war schon tot. Das war die 10. Ebene. So, jetzt wieder Magie. Ich interessiere mich nicht für euch. This is all for the good of my kingdom. Our foes will not escape my blade. Jawohl, hat gereicht, sehr gut. Magie? Ich greife an. Ja. Der ist verbuggt da hinten. Ah. Ah, verdammt. Robo wollte nicht. Thank you.
Benefits frighten you, our thoughts will not escape. Sehr schön mit Bögen. Konzentrieren wir uns auf die Aufgabe, die vor uns liegt. Ich will dein Recht schaffen. Warum ruft ihr mich? Was bringen? Ah. Ja. Zwei hätte ich noch gehabt. Magie? Magie? I skip. Konzentrieren wir uns auf die Aufgabe, die vor uns liegt. Ich mach vor mir. Aber wir schießen in der Mitte raus. Oh, das ist wieder Boss. Ich mach rechts. Machst du auf deinen Chen Hong? Ja. Ja. Sehr gut. Ebene 26. Ja. Jetzt kriegen wir auch gleich die Anzeige hoffentlich. Ich mach vor mir. Na. Beide. Fangen wir rechts an vielleicht? Ah ne, oder ja. Mitte. Oder Mitte. Da hinten rechts ist Magiefischer. Oh, okay. Kriegt ihr beide weg oder soll ich mit dem Licht? Kannst du nochmal, Baxi? Ja, gut. Ja.
Ja. Hast du vor dir gedebufft? Ja. Die anderen haben wir alle noch. Ja. Ich mach mal die mittlere Reihe mit der Shenhong, falls ich die treffe. Ich mach links Loder, machst du Mitte Loder, Kobo, ja. Und rechts schießen wir weg, die Viecher hinten. Hast du eine Kontrolle, Baxi? Mhm. Loder hätte neu spielen. Hab ich. Kontrolle. Oh, hat rechts einer. Verdammt. Ne, die sind noch Zorn, die ist halt zwei Runden. Okay. Na. Alles klar. Jetzt müsste Zorn neu gespielt werden. Mach ich. Oder wir hauen so rum. Ja, ja, die Loder-Elle-Viecher wegzuhauen werden. Das brauchst du nicht. Okay. Kontrolle. Die Affen müssen gleich vom Vermächtnis fallen. Ich sprich deinen Hunger auf die Schweine. Okay, Mitte ist dann, dann schieße ich mal die Affen weg. Sicher, sicher. Dick und die anderen. Die müssen auch umfallen, da ist Mantel drauf. So. Mhm. Sehr schön. Ich glaube mal, Arthurs kommt nicht direkt dran. Doch, war dran. Oh, wieder Magie. Ja. Mitte Zorn. Mache ich, ich mach. Rechts. Genau. Ah, es heilt ja wirklich manchmal. Schreck. Mongo, ich mach bei dir rechts die Gruppe mit Vermächtnis. Okay. Schieße ich das in der Mitte? Der Rest müsste umfallen eigentlich. Rechts ja. Hinten? Rechts hinten? Hm. Ja. Es geht. Überspringen. Ja.
Sehr schön. So, mal schauen, was wir kriegen. 12 Minuten. Immer mehr. Links Lodererde. Und ihr müsst vor euch Mantel auf die Mobs spielen. Ich mach Mantel auf. Vor mir. Die Hexe als erstes raus, Mongo. Okay. Mit den Shaohong den Boss angreifen, genau. Ja. Siehst du, mach ich noch. Ja, ich habe jetzt noch nicht Sanddruck versucht, aber. Ja, die vor dir kannst du, glaube ich, gar nicht. Okay, dann. Aber vor dir ist halt, das kannst du mit Zorn debuffen. Okay. Das ist der Fernkampfboss. Kannst du mit der Shenhong den Boss angreifen? Mitte? Ja. Okay, und rechts Zorn am besten. Okay. Hab ich, ja. Ah, ich skip. Ah, da kommt der eine Affe dran. Aber er zaubert zum Glück. Oh, Gobo, magst du links auf den Stein Loderde spielen? Ja, mach ich. Ich mach vor dir Mantel. Alles klar, ich könnte auch nochmal Mantel. Glaube ich gar nicht nötig. Okay. Ich debuff schon mal rechts. Kontrolle, Mongo? Ja, kann ich. Hast. Ja, gut. Jetzt Runde ist er tot. Ha. Ich interessiere mich nicht für euch. Nee, oh. Vorher schon. Sehr gut. Ah, nehmen wir jetzt ihn bei Mongo, wa? Da ist schon. Nee, mach rechts. Drauf. Rechts, ja, bei Gobo. Der ist schwerer zum Debuffen. Meine ich ja. Ich mach Lodererde. Und. Ja. Ich mach Mantel. Und Zorn müsste vielleicht neu gespielt werden. Weiß ich nicht. Ja, mach ich auch. Ich hab nur Kontrolle. Ja, jetzt. Hast. Gut. Ah, doch, die kann auch gestunt werden, okay. Aber das andere Mobs. Ja, gut, sehr gut. Hast du noch Erde für deine? Ja, ich hab noch Erde für meine. Okay. Ich mach Seelenwunde auf dem Boss neu. Alles klar. Warte kurz, ich kann dir erschießen. Ja. Ab. Ich mach brennende Essenz für Genauigkeit. Sehr gut. Eine Kontrolle habe ich. Ja. Hast. Nächste Runde ist er tot. Ja. Jetzt kann ich keine Erde mehr. Mach ich. Ich mach. Den Mode brauchen wir ja gar nicht. Ich mach Warlord-Siegel neu. Halt. Und tot. Mein Shenhong hat noch zwei Runden. Cooldown. Ich spiele die Seelenwunde. Ich spiele die Erde. Halt. Ich mach Warlord-Siegel. Dann mach ich noch Vermächtnis.
Machst du Loderader? Ja. Hast du irgendwas für mich? Nee, ich hab selber Kontrolle gemacht. Ja, ich hab selber Kontrolle gemacht. Okay. Nächste Runde kann ich nochmal Brennessenz. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Das wird ein neuer Rekord. Ja. Zumindest von der Zeit. Schieß einmal, dann gebe ich dir neues Brennessenz. Ja. Hab. Ich habe keine Erde die Runde. Oh, ich habe schon gedeft, aber das sollte sterben. Ich habe nur Kontrolle. Ja, ist tot. Okay. Sehr gut. Wunderbar. Guck mal, der Mord ist gestorben. Na, ja, macht nichts. Keine Ahnung. Ja, das war die Belohnung. Hier seht ihr die Damage-Verteilung. Gibt leider, wie wenn man in Ebene 30 nur kommt, auch 202 Ebenenbelohnung nur. Ja. Ich sag vielen Dank an Baxi und Mongo fürs sehr gerne durchlotsen. Kein Problem. Und ich sehe euch Zuschauer dann beim nächsten Mal. Ciao.